Hi, liebe Leute, ich spiele Toplane gegen Gangplank. Ja, ich habe die letzten drei Spiele, habe ich glaube ich nicht aufgenommen. Ich habe zwei verloren und eins gewonnen. Die zwei Games, die ich davor verloren habe, die wurde ich richtig knallhart gestompt. Also ich bin mittlerweile Silber 2 mit, weiß ich nicht, 30, 40 Punkten, irgendwie sowas um den Dreh. Nicht Silber 2, Platin 2. Und ich merke langsam, wie die Leute besser werden. Also was bei Platin 4 noch überhaupt nicht wirklich existent war, dass die Leute irgendwie unglaublich gut waren und dass ich irgendwie Probleme in Lane hatte, scheint sich gerade ein bisschen zu wandeln. Und zwar hatte ich die letzten drei Games tatsächlich Leute, die in der Toplane deutlich besser waren als ich. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil das bedeutet, dass ich mittlerweile auf einer Elo spiele, die vielleicht meine Grenze markiert. Das heißt, Diamond in dieser Season wird eventuell tatsächlich auch nur ein Traum bleiben. Es ist einfach ein Fakt, den ich jetzt im Moment für mich so, ja, realisiere. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass, also ich weiß, das letzte Mal, dass ich eine richtige Carry-Rolle hatte, ja gut, so lange ist es nicht her. Es war in Platin 3 oder so. Ich meinte ja auch, der Sprung von Platin 3 zu Platin 2, seitdem ich in Platin 2 bin, ist es richtig heftig. Also ich weiß nicht, in Platin 3 war es noch hin und da mal, dass der Toplaner besser war als ich, aber mittlerweile drei Platin 2 Games, dreimal deutlich bessere Toplaner gehabt. Das einmal war, ich weiß es gerade gar nicht, es war auf jeden Fall, das letzte Game war in Graves. Dann wurde ich einmal frisch gemacht. Ich weiß gar nicht, wovon wurde ich denn noch frisch gemacht? Von einer Annie wurde ich einmal richtig zerfetzt. Also richtig zerfetzt. Und dann noch ein drittes Mal. Ich weiß gar nicht, was das dritte Mal war. Ich spiele Toplane gegen Gangplank, wie gesagt. Da werde ich mich jetzt drauf konzentrieren. Es wird auf jeden Fall ja nicht ganz einfach werden. Ich fange einfach mit Q an wieder. Aber es ist einfach, wenn ich am Anfang zu krass reinpushe, habe ich einfach ein Problem. Auch wenn ich jetzt sowieso reingepusht habe. Aber der spielt sowieso gerade ziemlich merkwürdig, der Gangplank. Muss ich sagen, der, keine Ahnung, noch gar keinen Poke auf mich. Ich weiß halt nicht, ob der eventuell mit Ramos Premade ist. Ah. Das sieht ja wunderbar aus hier gerade. Aber es scheint, dass diesmal nicht wenigstens ich hier das Problem habe in der Toplane. Oh, nice. Double Kill für Botlane, Double Kill für Jinx. Seems legit. Keine Ahnung, was das soll.
Jetzt allerdings auch ein bisschen Angst. Vor Ramos. Nice, good job, guys. Also jetzt gerade ist das Laning echt angenehm. Brauche ich nicht hin teleportieren. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt, das ist seit das erste Game in Platin 2, wo ich sage, gebe ich allen Anschein erstmal nach jedenfalls die Oberhand. Und kann hier ordentlich pressuren, Toplane. Nice, good job. Sehr schön. Rod of Ages nach 9 Minuten fertig. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich werde mir übrigens ZZ Rods kaufen. Auch das ist eine Sache, die ich mittlerweile rausgefunden habe. Der Push, den ich dadurch bekomme, so unnatürlich gut. Den darf man einfach nicht unterschätzen. Wieso fängt Gangplank eigentlich mit Dorans Ring an? Überhaupt irgendwas, was AP-Schaden macht? Scaled irgendwas mit AP bei dem?
Oh Gott. LeBlanc. Das ist auch noch fast überlebt, ne? Der GP. So, jetzt fangen wir an, Zizi Ruts zu bauen, wobei ich auch erst noch Boots hole. Die rennen uns Mitte gerade ein bisschen die Bude ein, hä? Leona hätte ulten müssen. Hätte Leona geultet, hätten wir da gerade richtig was rausbekommen können. Die Leona ist doch mehr Jungle als Support, ne? Sieht man in meiner Elo nicht ganz so oft, dass der Support auch so wirkungsvoll roamt. Ich bin oben, ich kann dir nicht mehr helfen. Oh Gott, ey. Sind meine Mates auf einmal so schlecht? Keine Ahnung, was das ist.
Keine Ahnung, ob es das wert war. Wahrscheinlich ja nicht. Ich habe schließlich ein... Kopfgeld gehabt. Meine Stacks verloren. Muss unbedingt back. Gefährlich, was ich hier mache. Ich würde jetzt hier am liebsten Zzeroth hinstellen, aber leider hat es noch Cooldown. Also ich mag das Zzeroth-Bild sehr, sehr gerne, also... Auch einfach, dass das Potenzial hat. Auch wenn ich dafür auf AP verzichten muss. Hier bei mir. What the fuck? Alter Schwede, mein Team sackt, aber wirklich. Junge, Junge, ignorieren die da die LeBlanc und den Gangplank komplett, Alter. Ah, fuck. Das kann wohl nicht wahr sein.
Das wird ein hartes Spiel, das zu gewinnen. Ich bin so tot. Wundert mich, dass ich da nicht drauf gegangen bin. Dann mal gegen die Botlane pushen. Neues Zeezeroth-Lay aufstellen. Don't fight, please. Oh, fuck it. Ja, ich bin tot. Falscher Weg, my bad. Definitiv. Mein Fehler, ganz klar. Falscher Weg gegangen, aber es ist halt einfach... Guck mal, Katos macht nichts. Der macht gar keinen Schaden. Der ist einfach, der stirbt einfach immer nur direkt. Djinn ist auch ultra bad. 130 Farm. Ist leider gar nichts. Aber ich will mich nicht beschweren. Das habe ich ja immerhin jetzt zu verantworten, weil ich habe mich da erwischen lassen. Und die können das beenden. GG.
Das war kurz vor knapp. Der ZZ Rod Push ist auch Toplane jetzt Botlane auch vorbei. Ich warte auf einen Backdoor. Ist Easy Rod doch nicht die beste Möglichkeit für mich. Wobei nur weil mein Team jetzt gerade relativ schlecht ist. Obwohl, um das nochmal zu... ich bin tot. GG, der Junge kann den leider gar nicht spielen. Engine. Überhaupt nicht. Schlechtes Spiel, wobei ich wie gesagt auch einen dicken Fehler hatte, aber meine Mates waren nochmal vergleichbar viel schlechter als ich, also ne. Aber jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Vertrauen in meinen Lane können gewonnen, weil so schlecht war das Laning bei mir nicht, aber unser Jhin war halt einfach Bronze und die Jinx Platin und naja.